So, da sind wir auch schon wieder hier zurück bei Rust. Da vorne ist die Schüssel. Da wollen wir mal hin, mal gucken. Unten links, da sind Höhlen. Ganzes Höhlensystem. Und pass wegen die Wölfe auf. Oder Wolf. Ja. Ich werde mein Bestes geben, ne? Zum Glück habe ich jetzt diesmal keine Raketenwerfer in der Hand. Lalalala. Ja, da fehlt natürlich der Raketenwerfer. Schade, ne? Und das ist super viel. Wir müssen uns noch ungefähr bemerken, dass die Basis hinten sozusagen rechts von der Schüssel ist. Gegenüber. Ja. Dass ich das nicht wieder vergesse. Bin ja alt. Gucken wir. Ja. Hier geht zurück. Das Radio ist an. Echt, ja? Ja. Habe ich gerade gemerkt. Bei dir noch nicht? Nein. Bei mir ging's los, so. Aber ohne Anzeige. Lass mal da vorne gucken, wegen die Container, also bei den Container. Okay. Ja, also ich habe das Geräusch, aber Radioaktivität ist an. Ich gehe lieber weg. Jo, ist an. Auf jeden Fall ist das an. Bei mir ist das angezeigt. Bei dir nicht? Nö. Nee. Naja, ich will nicht sterben. Radioaktivität? Doch. Muss. Pass mal lieber auf. Also das ist auf jeden Fall an. Ja, du cheatest bestimmt. Na, wer weiß, was das ist. Wir sollten mal ein paar Steine mitnehmen für die Basis. Meinst du? Ja. Ist alles voll hier. Ich weiß. Wir wollten ja eigentlich gar keine Farm-Folgen mehr machen, aber das ist jetzt auch egal. Wir nehmen die jetzt so mit hier. Wir sind ja auch zu zweit, dann geht das auch ein bisschen schneller. Mhm. Ja, das mit dem Farm, das lässt sich ja nicht mal schon vermeiden. Farm müssen wir eine Basis ausbauen, ne? Ja. So. Sonst leben wir nicht lange. Lass doch nur, komm mal noch mal hoch. Nicht, dass der Airdrop doch noch irgendwo ist hier. Lass mal oben lang zurückgehen, über den Berg ja. Da. Hallo, Herr Askermann. Hallo. Ach, da oben sitzt ihr. Da bist du ja. Mhm. Ja, das mit dem Airdrop ist echt merkwürdig. Oder ist er auf dieser Seite hier? Nicht, dass er doch irgendwie da war, wir sind dran vorbeigelaufen. Mhm. Man weiß es nicht. So, farm mal ab und drück mal Alt. Hm? Geduckt und dann farm und drück mal Alt. Dann kannst du nach links und nach rechts gucken. Das ist auch praktisch, ne? Mit hier. So. Und sind auch ein paar Steine. Ja, nimm mit. Da gehen wir gleich mal oben rüber, da wo die Tannen sind, oben direkt. Lass mal hier links noch eine Schwefel mitnehmen. Und den Stein auch. Und das sind noch mehr Schwefel. Oh Mann. Ich mach schon mal wieder ein neues Werkzeug. Das geht ja so schnell wieder. Ja. Gut hier. Wir haben ja bald wieder genug Metall. Und dann können wir ja auch besseres Werkzeug wieder machen. Geht das natürlich noch schneller. Mhm.
So, dann gehen wir gleich mal hoch. Und dann schauen wir mal, ob da oben der Airdrop steht. Dann werden wir uns jetzt mal überraschen, ne? Ja. Kann auf jeden Fall schön weit gucken. Alles voller Steine da unten. Schau dir das mal an, aber die kloppen wir jetzt nicht alle ab. Mm-mm. So, wie sieht's denn hier aus? Kann natürlich schön weit gucken. Nochmal Schwefel. Aber lassen wir jetzt erstmal da. Bei uns in der Umgebung haben wir ja natürlich auch noch so viel zum Abbauen. Das stimmt, ja. Also ich verhungere fast schon. Also ich habe jetzt noch ca. 30%. Ja. Also 30 Essen. Ich habe 141 noch. Mhm. Wir sind noch bald zu Hause. Glaube ich. Also, na klar. Die Richtung stimmt auf jeden Fall. Sind wir nicht durch den Fluss geschwommen? Durch den Fluss? Ich guck gleich auf die Karte. Ich glaube, wir müssen da drüben auf der anderen Seite hin, ne? Wo das Wasser ist. Moment, Moment. Grenze. Ich habe die Karte hier. Ach du Heilige. Ne, hier müssen wir. Echt, ja? Dann komm mal hinterher, ja. Dann ist alles in Ordnung. Wo bist du denn? Ach, da. Wir müssen nur geradeaus. Aber hier ist auch kein Airdrop. Ja, wer weiß, wo der ist. Ja. Ich glaube, ich hole mir vorne mal hier ein bisschen Fleisch schnell. Der ist schon längst weg, der Airdrop. Deswegen. Ist ein Kaktusfleisch. Bisschen ärgerlich. Naja, kann ja auch sein, dass die Airdrops mittlerweile auch wieder schneller runterkommen. Ja, das stimmt. Das weiß man nie, sagen wir mal, ne? Es wird auch langsam mal wieder dunkel. Mal wieder. Ja, ab nach Hause. Geht mal den Heimweg an und dann mal schauen, was da abgeht. Vielleicht begegnen wir ja noch irgendwelche Bösewichte bis nach Hause oder nicht. Mal ja, schauen. Kann man einen Schwefel noch mitnehmen, wenn das schon vor die Füße liegt. Warum nur alles? Das ganze Schwefel zum Raiden für die oder für das Hexenhaus. Warte mal, warte, 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 da sind zwei Leute. Komm zurück. Ich sehe es da oben, dann springen die. Die haben uns, glaube ich, gar nicht gesehen. Komm mal zurück. Ja. Wir haben so viel Loot bei. Ja. Vorsteig, bleib im Busch, da, bleib im Busch. Springen gerade da oben rum, wie die Verrückten. Ja. Die müssen jetzt nicht unbedingt wo sehen, wo wir wohnen. Das stimmt. Gehen die jetzt links runter oder? Ja. Die laufen den Berg jetzt runter, genau. Wir müssen eigentlich auch da lang. Hm. Komm mal zurück, komm mal zurück. Hier lang. Hier hinten. Kampf eingehen wäre jetzt blöd wegen dem ganzen Loot. Ja, ja, stimmt. Wer war 2 gegen 2, aber schöne Loot. Jetzt verlieren. Schwefel. No. Frage ist, was machen wir? Wir müssen auch in die Richtung. Das ist das Blöde. Ich bin gerade beim Überlegen, warum sind wir eigentlich vorhin geschwommen eigentlich, ne? Aber weil wir da vorne an der Ecke waren. Das stimmt, ja. Müssen da auch geradeaus.
Warte mal, warte mal. Warte mal, war das Essen. Alles, was ich habe hier, was weg kann. Ich habe keinen Stoff bei. Hast du noch Stoff oder Verbände? Bist du voll auf 100 oder? Ich habe 10 Stoff, habe ich einen. Ah, ich habe gerade Kürbis gegessen, jetzt bin ich auf 100. Das kann natürlich sein von der Position, wo die waren, dass die unsere Basis da hätten sehen können. Das kann ich wirklich sehen, ja. Schleich mal lieber. Die sind gar nicht so weit weg, denke ich mal. Naja, die werden wahrscheinlich auch am Rand lang laufen. Ich konnte noch nicht genau sehen, was sie haben. Waffen oder was? Die Sonne ist jetzt blöd, ey, die blendet jetzt voll. Ja. Mist, 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 Mist. Entweder ich gebe dir alle Sachen, ich lenke sie ab und du rennst nach Hause oder ich weiß es nicht. Risiko? Komm, just for fun. So viel Loot bei. Ich sehe auch nichts. Halt die Augen offen oben rechts, ne? Blöde Sonne, ey, ich sehe gar nichts. Wie viele Pfeile hast du? Ich habe 28. Bin ich auch so in etwa. Unsere Basis ist ja jetzt schon, die haben sie bestimmt gesehen von da oben. Hier rechts oben waren sie gewesen, ne? Ja. Ja. Doch, dann sieht man die Basis da hinten. Und ich sagte noch in der ersten Folge, dass ich nicht so versteckt bauen wollte, ein bisschen in Risiko eingehen und jetzt haben wir den Salat und ja, da müssen wir jetzt durch. Jo, die sind genau da drüben. An unserer Basis. Alles klar. Hast du irgendwie noch Essen angeboten oder? No. Alles klar. Ich habe einen Springen sehen da drüben. Okay. Oben auf dem Berg, da. Guck mal nach links, nach links, nach links. Das springt da. Ja. Also so schnell geht, hätte ich nur nicht gedacht hier. Hast du Holz da? Ich hab Holz. Ja, ich kann eine Kiste craften. Dann machen wir mal eine Kiste. Und dann setzen wir die Kiste hier in den Busch. Und dann machen wir Risiko. So ist es gleich Nacht. Muss ich Loot mich nachholen, also, ja. Ja. Warte, geht gleich los. Und dann machen wir alles oder nichts. Ist gleich dunkel. Muss man nur merken, dass die Kiste hier steht. Naja, klar. Jetzt in den Busch rein und dann, ja. So, haben wir. Vielleicht wohnen die beiden ja auch im Hexenhaus, wer weiß. Na, Stein brauchst du nicht reinpacken, nur wichtiges Zeug. Verband musst du mitnehmen, nimm mal wieder raus. Ich hab 3 Stück so, ich hab 37 Pfeile. Okay. Schwefel, das bisschen nehme ich mit. Das Holz kann auch draußen bleiben. So. Ja. Wenn wir das andere verlieren, verlieren wir das. Merkt ihr die Kiste? Schauen wir mal. Ah, die haben natürlich die Basis gesehen von da oben. Die sind direkt an der Base. Ich sehe schon, ich sehe schon. Schwimmen rechts rüber, rechts.
So, dass wir zwischen den Spalt sind. Bisschen tauchen zwischendurch. Mach ich auch. Ja, hätte ich vielleicht doch mal weiter hinbauen sollen, statt hier vorne direkt an der Ecke. Nein, das weiß man ja vorher nicht. Da ist eine Kiste. Schlafsack. Ah, Raid. Okay. Die haben hier das Loot auch gesichert. Nimm das Zeug von dem mal mit. Jo. Pass auf, ne? Ja, ich habe erstmal den einen Schlafsack kaputt gemacht, ne? Ich habe den Loot, ich muss den eigentlich nach Hause bringen. Ich weiß nicht, wo die sind. Sonst hätte ich gedacht, gehen wir oben lang, aber ich habe jetzt noch nicht mit der Kiste gerechnet da. Die haben genau dieselbe Idee gehabt wie wir. Der ist wichtig, der Computer. Nimm den mit. C4. Bring C4. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich habe hier den Loot. Ja, wer weiß. Es ist eh gleich dunkel. Warten wir. Ja, ja. Die campen bestimmt auch irgendwo. Na klar, die warten bestimmt, bis wir wiederkommen. Wir warten, bis dunkel ist. Pass auf, guck ab und zu nach oben rechts. Ja. Weil ich den Loot von denen habe. Die werden sich wundern, wenn sie nämlich wiederkommen und der Loot in ihrer Kiste ist nicht mehr da. Ja, die haben uns in so eine Kiste genommen, die einen Skin hat, ne? Den hat man besser gesehen, ne? Ja. Mist, Mist, Mist. Das Einzige ist, was ich habe jetzt nicht zu essen, geht ja durch meinen Health bisschen weiter runter, ne? Ja. Wie viel hast du denn, Leben? Ja, 71. Hier, komm. Nimm mal das mir da. Stoff bei. Pass auf. Die kommen. Links von dir liegt noch ein Verband. Ja. Wie viel hast du? Wie viel Leben? 74. Immer noch? Ja. Das ist nicht viel. Verbinde weiter. Durch 83. 88. Oh, meine Pumpe, ey. Die sind hier auch irgendwo. Ja, die warten auf uns. Soll ich die ablenken? Das ist nur die Frage, wo die sind. Geh du mal vor. Durch die ablenken, ja? Ja, aber schleichen, weiterhin schleichen.
Boah, Spannung. Ich muss nur schnell rein. Geht mal, die sind hier irgendwo ein Keil drin. Jetzt irgendwo im Busch oder was? Entweder sind die oben drauf, auf die Felsen irgendwo. Sehe hier gerade nichts. Beziehungsweise sehe jetzt keinen, der auf die Felsen stehen tut oder so. Bist du Ich da an komm der rein. Base? Ja, komm rein, komm rein. Kommst du? Ja. Komm, komm. Komm rein! Machst Mach zu! Nice Camping, guys. Nice Camping. Der Simi. Gib mal Shitbag. Der Simi war das. Pink Clips war das gewesen. I love Camper. Nice. Gib mal Shitbag. Er will seine Sachen wieder haben. Die waren schon bei sich bei dem in der Kiste waren die schon gewesen. Ja. Ich hab den Loot. Ja, ich glaube, hier ist es bald schon vorbei auf dem Server. Jetzt haben wir zwei schöne Feinde hier. Zwei Camper. Wir können Finde ich natürlich auch jetzt nichts schade. machen und zum Glück hatte ich ja den Loot. Du hattest ja natürlich auch was, aber nicht den Hauptloot. Die waren, glaube ich, so zwei nur Farmen. Nebenbei haben sie aufgeklärt, eigentlich dasselbe, was wir gemacht haben. Und ja. Ja, sollte nicht sein, ne? Die haben sogar Zahnräder gehabt, zwei Stück. Oh, sehr schön. Give him back my stone. I'm gonna leave you alone and you can carry on. If you do not, I will camp here till you go to bed. Then I'm gonna raid the fuck out of this little shit house. Easy Bad peasy. guys, bad guys. Come on. I'm not a bad guy, but yeah, that's still the terms. Ich verstehe nicht, was er will. Er will campen. Sollen die Sachen zurück oder wir sollen ihnen die Gotta Sachen get my shit back, or you get a sworn enemy. zurückgeben oder die campen hier und machen uns fertig. Machen sie es oder so. Ja, ich denke mal, da machen sie sowieso so oder so, ne? Also. Ja, schade. Eigentlich wollte ich noch zum Hexenhaus ein bisschen raiden. Mal schauen. Jetzt haben wir schon zwei Freunde hier. Alright then. Have fun sitting in your shit house. Shithouse. Shithouse. Naja. Ja, jetzt können wir eh nichts machen. Außer uns mit denen noch unterhalten. Möchtest du dich mit denen unterhalten? Nein. Die Sachen möchte ich auch nicht wiedergeben. Ich könnte ja jetzt sagen, wir haben auch eine schöne Kiste dahin. Könnt ihr ja Sag suchen, aber. ihm, er soll uns mal ein paar Minuten Bedenkzeit geben. Na? One minute please rate oder so. Ach komm, wir werden diese Aufnahme beenden und ja, seid gespannt, wie es weitergeht. Wir müssen uns mal ein paar Gedanken machen. Ja. Ja. Rausgehen können wir nicht, dann sind wir tot. Ja, sind wir so oder so. Und die Basis, naja, viel ist ja eh noch nicht geschafft worden. Wäre jetzt nicht so schlimm. Ja, wollte ich gerade sagen. Nur Also, die Basis ist halb so schlimm. die kommt man ein bisschen ärgern da und naja. Bevor die Folge zu lang wird. Wollte ich gerade sagen. Aber wichtig ist nur eins, man sollte nicht seine Kisten so gut verstecken, dass man sie so gut sehen kann, ne? Mit gutem Skin. Und dann Dadurch auch so könnte eine man es richtig große, gut ne? sehen. Eine doppelte Ja. Kiste da. Und Schlafsack, waren das ein oder zwei? Einer. Einer. Naja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Freunde.